Herzlich willkommen zu dem vierten Webinarteil Fragen und Antworten aus den vorangegangenen Webinaren heraus. Ja, wir wollen in diesem vierten Webinar jetzt noch mal ein bisschen was zusammenfassen, das Ganze vielleicht einfach auch noch mal mehr ins System bringen, Ihnen einfach noch mal eine kleine Hilfestellung geben, wie Sie das hinterher vielleicht auch alles umsetzen können, was Sie jetzt gehört haben, weil es ist ja doch eine ganze Menge gewesen. Mhm. Aber natürlich ist der Schwerpunkt schon auch auf Ihren Fragen und auf unseren Antworten. Genau. Ja, nichtsdestotrotz vorweg, wie in jedem Webinar, der rechtliche Hinweis. Ganz wichtig, bitte beachten Sie, dass die vielen gegebenen Hinweise, Ratschläge und Lösungsansätze auch jetzt in diesem Webinar aus einer, ja, jetzt fast 40-jährigen Erfahrung stammen, aber dennoch halt eben nicht den Gang zum Heilpraktiker oder naturheilkundlich orientierten Arzt ersetzen können. Und wir möchten auch nochmal darauf hinweisen, dass trotz vorliegender guter Studienlage mit Goldstandardstudien, mit klinisch prospektiv, doppelblind randomisiert, placebo-kontrollierten Studien, In-vitro-Studien, also zellbasierten Studien, die klassische Schulmedizin die Wirkung bioenergetischer Schwingung bisher weder akzeptiert noch anerkannt hat. Hier haben wir schon letztens auch gesagt, da haben wir noch einen Weg vor uns, aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Mhm. Ja, Wiederholung ist natürlich auch möglich. Wir zeichnen auch dieses Webinar auf, um es a wiederholbar zu machen und auch vielleicht für denjenigen oder diejenigen nutzbar nochmal zu machen, die vielleicht nicht dran haben teilnehmen können. Das geht auf zwei Wegen. Zum einen mit dem Rayonex Wiki, unserem eigenen kostenlosen Schulungsportal, was Sie anwählen können, direkt unter der Paul-Schmidt-Akademie. Ja, und dazu benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort. Sofern Sie das nicht haben, einfach eine kurze E-Mail an die info@rayonex.de schreiben. Wir schicken Ihnen dann den Benutzernamen und das Passwort zu. Ja, und die andere Möglichkeit ist der YouTube-Kanal der Rayonex, also einfach im Browser YouTube eingeben und dann das Suchwort Rayonex eintippen. Danach kommen Sie direkt auf die Playlists und auch die Webinare, sodass Sie dann die entsprechenden Webinare sich einfach nochmal ansehen können. Ja, der nochmal vielleicht das Wichtigste auf einen Blick. Ja, das Wichtigste auf einen Blick. Jetzt sind wir quasi bei der 4 angekommen. Also dieses Mal müssen Sie sich keine Sendetermine mehr merken. Sag ich jetzt einfach mal so, am Ende bitte, bitte nicht so früh abschalten. Da gibt's noch neue Infos für neue Sendetermine, aber das möchte ich noch nicht ganz verraten. Aber für unseren Blog sind wir dann definitiv durch. Also heute kommen nochmal von uns Empfehlungen zur Ausstattung bezüglich der Module, aber auch bezüglich der Geräte. Wie mache ich es am besten? Was hat sich auch über die Zeit, wir haben so oft jetzt schon mal gesagt, es ist ein offenes System und das verändert sich auch. Was hat sich bewährt? Wie mache ich es am besten? Vielleicht kann ich es optimieren. Das ist unsere Idee heute, aber natürlich auch eben Fragen und Antworten dazu. Mhm. Ja, wir sind heute nur zu zweit. Wir haben heute niemanden dazu geschaltet, weil ich glaube, diese Fragen, die können wir jetzt ganz gut auch alleine beantworten. Besonders das mit den Empfehlungen, denke ich mal, das ist auch etwas, was wir direkt natürlich von uns beiden aus sehr, sehr gut weitergeben können an Sie. Auch ich denke, das macht aber trotzdem Spaß, wenn wir zu zweit sind. Ne? Natürlich, klar. Zumal wir ja auch von Ihnen den Input bekommen haben mit den Fragen, die wir dann ja jetzt sozusagen in die Schnittmenge gebracht haben. Genau, eigentlich sind ganz viele mit dabei. Genau. Ja, so kommen wir zur optimalen Ausstattung Hard- und Software. Also ich glaube, das ist so ein Thema, das ist ein sehr interessantes Thema, weil, wie Sie alle wissen, wir haben unterschiedliche Geräte im System und da ist es doch jetzt einfach nochmal die Frage wert, was muss ich denn haben, was habe ich denn oder wie bin ich denn am besten ausgestattet? Und das wäre die Frage so an Sie, Herr Heimes, wie sieht es aus mit dem Rayocomp-System? Was soll ich denn für einen nehmen? Was ist denn jetzt das Beste, um zum Beispiel die Sensibilisierung und auch Testung, also sowohl Test als auch Harmonisierung, durchzuführen? Also wenn ich jetzt grundsätzlich vor der Entscheidung stehen würde, Rayocomp PS1000 Polar 4.0, Rayocomp PS10, dann würde ich mich als allererstes erst einmal fragen, wofür möchte ich es einsetzen? Wenn ich also eine Praxis habe und habe bereits viele Patienten oder Klienten, dann ist klar, dass der Weg eindeutig auf den Rayocomp PS1000 Polar geht. Also das erstmal so als
Helikopterblick auf die beiden Dinge. Wenn ich jetzt sage, ich starte in die Welt der Bioresonanz nach Paul Schmidt, dann kann auch ein Ryocom PS10 als Therapeut gute Dienste leisten, weil man in die Thematik hineinkommt. Und später kann man das Gerät dann immer noch hervorragend auch in Heimtherapie seinen Patienten zur Verfügung stellen. Also ja. Das ist so grundsätzlich jetzt erstmal. Und der mobile Einsatz, der dürfte jetzt ja auch eher fürs kleine Gerät sprechen. Also ich denke, es gibt ja auch Praxen, wo dann definitiv der mobile Einsatz ganz oben ansteht. Und dann ist der ja schon leichter mitzunehmen. Ne? Ganz klar. Also wenn man dann sagt, okay, ich starte hier mit einem Ryocom PS10, das kann ja alles, und das ist ja wichtig, auch in Aktion 30 beziehungsweise in Kennenlernangeboten ausprobiert werden. Wir haben ja immer gesagt, jeder Anwender soll mit dem Gerät total glücklich sein und deshalb muss er ihn testen können. Und wir bieten diese Tests ja an. Auch die Einschulung daran ist kostenlos im Rahmen dieser Veranstaltungen. Und das Gerät kann dann halt eben auch 4 Wochen lang getestet werden. Genau, übrigens auch wie ein Polar. Und dafür haben wir diese Kennenlernmöglichkeit. Das ist für uns wichtig. Ja, aber muss es denn jetzt ein Med oder ein Evolution sein? Was ist da jetzt das Ding der Wahl? Also die Antwort ist vollkommen klar. Wir selber sind ja seitens der Rionex Biomedical GmbH in der unglaublich komfortablen Situation, dass wir selber Medizinproduktehersteller sind. Wir sind also nicht nur Medizinproduktehändler und verkaufen sozusagen ein zugelassenes Medizinprodukt, sondern wir selber haben die 13485 erfüllt. Wir selber haben das Zertifikat für die Entwicklung, die Produktion und die Herstellung. Und damit liegt das ganze Wissen natürlich bei uns. Und für den Med-Bereich bedeutet das, wir selber können Medizinprodukte herstellen. Und das tun wir ja auch in unserer Manufaktur. Und ich kann einem Therapeuten nur raten, das Med-Gerät einzusetzen. Erstens deshalb, weil man mit Wellness-Produkten nicht Medizin machen kann, das sage ich einfach mal so. Dann geht es aber auch um den Anspruch selber, den man pflegt. Und es geht natürlich auch darum, dass man damit auch Werbung betreiben kann. Denn wir haben ja durch diese klinisch prospektiv doppelblind randomisierte Studie ein Gerät, welches wir tatsächlich auch bewerben können mit Hard Facts. Also, dass wir zum Beispiel sagen können, ja, die Behandlung chronischer Schmerzen mit diesem Gerät ist möglich. Dafür ist das Medizinprodukt, genauso wie auch der Polar. Und in der Praxis ein Medizinprodukt stehen zu haben, wird in der Zukunft sehr, sehr wichtig werden. Ja, also dafür eine ganz klare Empfehlung. Ein Therapeut sollte immer den Ryocom PS10 Med nehmen, damit, also wenn es sich um ein PS10 handelt, genauso wie halt eben ein Ryocom PS1000 Polar 4.0 Med. Ja, also als Medprodukt. Und ich habe ja dann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, auch im Medgerät direkt dann auch das RAH-Expertensystem, das M10 drin. Genau. Das ist ja auch nochmal von Vorteil, wenn wir jetzt für die zukünftige Arbeit alles das, was wir jetzt schon gehört haben, wenn wir das umsetzen wollen. Also das wäre jetzt schon auch schön. Klar, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, Frau Bunkenburg, was für ein Gerät empfehlen wir, wenn wir uns gerade jetzt im Bereich der Unverträglichkeiten und Allergene bewegen? Klar, dann brauchen wir den Ryocom PS10 Med, dann das RAH-Expertensystem mit dem Modul M10, das ist bereits enthalten in diesem Gerät. Ja, und das Modul M5 mit diesem 698 RH-Programm im Bereich der Unverträglichkeiten und Allergene. Dann haben wir die Geräteausstattung zusammen und müssten uns dann noch über die Detektoren unterhalten. Das können wir dann aber im späteren Rahmen machen. Also, ich habe aber jetzt auf dieser Folie, und das ist, finde ich, jetzt auch nochmal ganz wichtig, ich habe da das erste Mal jetzt auch nochmal den Basic gesehen. Und wir haben jetzt in der ganzen Zeit, wir haben ganz viel gesprochen, wir haben gesagt, wie man Therapien zusammenbaut, wie man das Ganze kombinieren kann. So, worüber wir nicht gesprochen haben, ist ganz ehrlich, dass man schon einkalkulieren muss, dass man, wenn man die Sensibilisierung anfängt, dass das nicht so ist, dass wenn ich einen Patienten jetzt vor mir habe, ich mache eine Desensibilisierung und danach ist er wie Phönix aus der Asche und alles ist weg. Das bedeutet, dass diese Therapie, die wir da letztendlich machen, natürlich länger dauert. Mhm. Und ich glaube, das weiß auch jeder von Ihnen, was besonders ärgerlich ist, ist, wenn eine Therapie einfach länger dauert, weil sie halt auch schon zum Beispiel diese Problematik lange besteht und jemand das dann abbricht,
weil er eben sagt, nee, also ich kann nicht zweimal die Woche in die Praxis fahren oder die Entfernung ist mir zu weit und, und. Und früher war das dann jetzt auch nochmal so, bevor wir diese RAH-Programme, also das M5 hatten, musste man auch noch die Ampullen mitgeben, wenn man dann zum Beispiel sagt, das kannst du zu Hause machen. Jetzt ist das so komfortabel geworden, wir haben die Software gibt es auch in einem Basic. Und daher jetzt einfach nochmal diese Empfehlung, und ich glaube, da sind wir gut mit bedient, dass wir wirklich auch sagen, auch ein Basic hat seine Berechtigung bei Allergien und Unverträglichkeiten in der Therapie. Nicht nur eine Berechtigung, sondern es ist ja das Gerät für die Heimtherapie. Nicht umsonst ist einer der am meist hergestellten Ryocomp PS10-Geräte ein Basic. Warum? Weil Therapeuten, die zum Beispiel auch ein PS1000 Polar 4.0 haben, dort die Entwicklung, die Testung durchführen, auch den Scan durchführen, anschließend auch eine Green Card abspeichern und dann in Heimtherapie den Patienten das Ganze mitgeben. Und das Verfahren an sich selber ist ja inzwischen international durchgesetzt. Ja, es gibt immer noch Therapeuten, die ein Polar oder auch ein PSC nutzen, die dann immer noch ganz überrascht und sagen, wie Heimtherapie. Das habe ich ja bisher noch gar nicht in mein Konzept integriert. Aber ich kann Ihnen versichern, es gibt tatsächlich Therapeuten, die sich komplett auf die Heimtherapie verlagert haben, die also mehr als über 100 Ryocomp PS10-Geräte an ihre Patienten permanent abgeben für die Heimtherapie. Und da ist es also wirklich so, dass gerade natürlich ältere Menschen, bettlägigere Menschen, die also nicht so oft in die Praxis kommen, die sind einfach nur happy darüber, dass sie zu Hause eine Therapie bekommen können. Auf jeden Fall. Und in unserem Thema eben auch ist es durchaus möglich, dass sie tatsächlich zum Beispiel zweimal die Woche oder dreimal die Woche, aber dann eben 5-6 Wochen lang behandeln müssen. Ja. So. Und es ist auch sehr, sehr schön und auch nachhaltig, wenn man dann diese Therapie einfach nur diese Abstände verlängert. Das heißt dann, dass ich dann zum Beispiel eine Woche Pause mache und danach weitermache. Dass die Abstände immer größer werden, aber mal ganz ehrlich, das ist mit so einem Basic natürlich schnell schön zu machen. Ja. Erfahrungsgemäß auch nochmal der Hinweis. Ich glaube, das ist mittlerweile ganz selten so, dass in einer Familie nur ein einziger Allergiker ist. Also auch da macht es sich letztendlich dann wieder bezahlt, wenn vielleicht eben auch zwei Personen dann mit dem Basic behandelt werden können. Von daher finde ich, ist das nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Das haben wir in den anderen Webinaren so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Stimmt. Die Frage kam ja auch immer noch wieder jetzt im Bereich der Schnittmengenfragen, ja, inwieweit wir jetzt zum Beispiel in einem Ryocomp PS10 Basic ja das Modul M5 integriert haben. Und dafür ist vielleicht doch noch gut, und deshalb danke nochmal für den Hinweis auch, der Ryocomp PS10 Basic ist ja ein Gerät, in dem alle, aber wirklich alle RAH-Programme, die wir haben, enthalten sind. Das heißt, der kann sowohl in der Human- als auch im Veterinärbereich eingesetzt werden. Und egal, was Sie für ein Programm an einem Polar 4.0 entwickeln, egal in welchem Softwaremodul Sie sich bewegen, das, was auf der Green Card ist, kann dieses Gerät abspeichern. Das Besondere ist, man kann an diesem Gerät nicht selber etwas einstellen, sondern nur das, was der Therapeut einem per Green Card gegeben hat. Das heißt also, die Patienten sind nicht in der Lage, Eigenkreationen an Programmen zu erfolgen. Das gefällt nämlich den meisten Therapeuten dann gar nicht. Und das macht auch keinen Sinn aus therapeutischer Sicht, weil das ist ja eine Überlegung, steckt da ja hinter, welche Programme auch angewendet werden. Aber Sie haben recht, es führt oft dazu, wenn der Erste in einem Haushalt ein PS10 Basic anwendet, dann ist den anderen natürlich relativ schnell klar, dass das Gerät ja schon da ist und ich brauche eigentlich nur eine neue Green Card. Ja? Und dann gab man zum Schluss halt eben, hat der Therapeut häufig halt eben mehrere Familienmitglieder auch als Patient, die er dann testet und in Heimtherapie behandelt. Also das ist gut und wichtig noch bei der Hinweis, diese Geräte, die sind auch mietbar. Das heißt also, die Frau Latzko hier bei uns im Haus betreibt ja die Vermietungsberatung, wie halt eben auch das Therapie- und Beratungszentrum natürlich. Aber es ist nicht so, dass man das Gerät kaufen muss, sondern man kann es leihen. Man kann es auch für die Zeit der Therapie sich mieten. Und das ist für uns ein Beitrag auch für Heimtherapiepatienten, die Chance zu eröffnen, therapiert zu werden. Das nur nochmal so von der Philosophie ja auch der Ryonex Biomedical. Einfach nochmal eine neue Option, die wir heute beim letzten Mal dann einfach nochmal ergänzt haben. Genau, ja. Ich wollte noch was zu dem M5 sagen. Und zwar, mit dem M5 ist es so, dass Sie auf jeden Fall den Ebenentest durchführen können. Also wir hatten anfänglich schon mal gesagt, vom Groben ins Feine. Das funktioniert mit diesem Modul.
Sie können dann also ganz bequem über den Tensor testen. Unsere Empfehlung wäre also jetzt hier, wie wir es jetzt auch so gesehen haben, dass man ein M10 mit einem M5 kombiniert. Ganz wichtiger Punkt, wir kommen sicherlich auch nochmal zum Veterinärbereich und da ist es aber eben so, dass Sie dann auch für den Veterinärbereich, da gibt es auch ein Modul, das ist dann das M6, aber dafür brauchen Sie dann definitiv auch das Veterinärmodul, also das M11. Also Kombination hier in diesem Webinar, Empfehlung ist dann eben nochmal das M10 mit dem M5. Ja, der Hinweis auf den Dokumentationsbogen, den hatten wir nochmal gegeben, das hatten Sie aber auch schon letzt erwähnt, genau. Dass wir den auf jeden Fall mit einem Download haben Sie den, der ist einfach sehr, sehr schön, damit Sie definitiv Dokumentation machen, betreiben können und sehen können, auch im Nachhinein, was habe ich da getestet. Mhm. Genau, jetzt kommen wir zum großen Gerät und auch da geht es jetzt wieder um die optimale Ausstattung. Was brauche ich an Software, was brauche ich aber erst an Hardware? Wie sieht es aus? Kann ich das jetzt mit jedem Polar machen? Kann ich mit dem dann das M5 quasi, oder das ist ja dann gar nicht das M5, sondern RAH Globaltest, kann ich das durchführen oder nicht? Also die ganz klare Empfehlung, so wie wir es auch schon gesagt haben, für den Therapeuten ist das Medgerät. Das gehört ein Medgerät, ein Medizinprodukt gehört einfach in auch eine medizinische Praxis hinein. Auch beim Heilpraktiker ist es umso mehr wichtig, weil immer mehr natürlich auch hier Angriffsflächen gesucht werden für diesen wunderbaren Beruf. Und dann tut man sich selber einen Gefallen damit zu sagen, so, ich benutze hier selber Medizintechnik, ich setze Medizingeräte ein und deshalb ist der Med definitiv die Wahl. Ja, was gehört dazu? Das RAH-Expertensystem, das ist klar, und das Modul zum RAH-Globaltest. So, das war's. 4.0 oder nicht? Muss ich einen 4.0 haben oder kann ich das auch noch mit einem anderen, mit einem älteren Modul, mit einem älteren Gerät machen? Ja, also die Umstellung war ja von dem älteren Gerät zu dem jetzt RAIOCOM P1000 Polar 4.0 aufgrund der Zulassungsregularien. Wir waren gezwungen, ein Redesign durchzuführen, weil das alte Gerät die neuen MDR Zulassungsregularien nicht mehr erfüllen hätte können und deshalb ist neu entwickelt worden. Aber damit ist auch klar geworden, wir haben so viel dazugenommen, auch an Software im RAIOSCAN-Bereich, in den Modulen, auch im RH. Das RH-Globaltest-Modul ist ein vom Volumen her sehr, sehr großes Programm und wir können diese auf den alten Geräten nicht mehr laufen lassen. Ja. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, von den alten Geräten auf die neue umzuziehen. Das ist ja bei uns ganz easy und fair. Sie wechseln dann nur das Gerät und ziehen die Module mit um, die Sie schon bereits mal gekauft hatten und auch die nicht wieder kaufen. Also da gibt es ganz viele sehr, sehr, sehr faire Angebote einfach nur. Ja? Also das ist die Zusammenstellung. Kommen wir doch nochmal zu den Detektoren. Auch wichtig, gilt ja für den PS10 und den Polar gleichermaßen. Ja, da ist jetzt wirklich so die Frage, ne? Was ist jetzt so das Beste? Sie sehen jetzt hier abgebildet, wir haben einmal den Therapiestuhl, wir haben einen Spannbettlaken und dann haben wir nochmal diese Handgelenksdetektoren quasi, 4 Stück sind das Ganze abgebildet. Was ist jetzt das Beste? Was mache ich denn, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile? Also die grundsätzlich allerbeste Form der Therapie wäre natürlich jetzt der Behandlungsstuhl selber. Da ist ja dann unter diesem Ökoleder sind die Gewebeteile, also die Detektoren eingearbeitet. Das ist aufwendig, zugegebenermaßen. Aber der Stuhl ist wirklich sehr, sehr häufig in der Anwendung auch und wird halt eben da auch verwendet. Ja? Es wird viel geschlafen auf diesem Stuhl, weil das einfach sehr entspannt, man liegt sehr entspannt, dass man kann die Füße hochlegen und dann da gehöre ich ist zu. Das einfach schon. Ja? Genau. Es ist ja eine der schönsten Nebenwirkungen der Bioresonanz nach Boll-Schmidt, dass man bei der Therapie halt eben müde wird. Weil das ist genauso im gleichen Kontext zu sehen, wenn ich mittags etwas esse, dann geht die gesamte Energie halt eben in den Verdauungsapparat hinein und dann wird man müde. Und wenn ich mit Bioresonanz nach Boll-Schmidt stimuliere, dann muss der Körper regulieren, Energie einsetzen, um diese Veränderung durchzuführen. Dafür braucht er Energie und deshalb wird er müde und deshalb schlafen die alle bei der Therapie dann ein. Mindestens die allermeisten. Männer schnarchen dann ganz gerne. Das jetzt wollen wir nicht ins Detail gehen. Ne? Genau. Nein, aber nochmal ganz wichtig aus Sicht jetzt unserer Therapieform: Alle Körperkreisläufe sind abgedeckt. Das ist jetzt auch noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich.
Denken Sie einfach nochmal dran, man liegt eben komplett mit der ganzen Wirbelsäule drauf. So, das ist eine richtig, richtig schöne Geschichte. Mhm. Mein Tipp an Sie nochmal, wenn Sie das ganz regelmäßig machen, achten Sie doch ein bisschen auf Ihre Kleidung. Also, was einfach zum Beispiel nicht vorteilhaft ist, ist, wenn man einen dicken Fleece-Pullover anhat. Fleece ist also reine Kunststoffvariante, da weiß man nicht, ob das überhaupt da durchkommt. Das Gleiche ist es aber auch mit den Damenperlungsstrumpfhosen. Ich möchte es einfach nochmal kurz erwähnen. Weil Sie müssen sich dann vorstellen, dass Sie dann wirklich von Hüfte nach unten abwärts sich quasi da kommt nicht viel durch. So energetisch abschocken. Ja, das ist jetzt einfach mal so. Also wenn man das mit einem Patienten macht, ist es vielleicht ganz hilfreich, vorher zu sagen, achten Sie da bitte drauf. Oder aber man bietet eben an, dass man zum Beispiel einen Fleece-Pullover ausziehen kann und man bietet eine warme Decke an, die man oben drauf legt, ne, damit demjenigen halt nicht kühl ist. Mhm. Einfach das nur noch mal so als Idee zu der sicherlich komfortabelsten Art und Weise der Harmonisierung. Ja, wobei komfortabel ist das Stichwort. Komfortabel ist natürlich auch der Stoffdetektor, auch der große Stoffdetektor. Ich selber verwende das auch so, ja, also mit dem PS10 Basic auch bei mir am Bett. Und habe dann natürlich auch den Flächendetektor ausgebreitet, sodass ich mich komplett drauflegen kann. Das ist schon sehr, sehr praktisch. Genauso in der Praxis natürlich, dort gibt es die entsprechenden Liegen, dann breite ich den Stoffdetektor auf, man kann sich drauflegen, alles gut. Also das ist auch schon gut. Darauf einfach nochmal achten, dass man den dann nicht mit einer Folie oder sowas abdeckt. Mhm. Also es gibt so manchmal die Idee, vielleicht wenn man jetzt Kinder therapiert, dass man auch bei Babys Angst hat, dass da was durch die Windel geht oder so, dann legt man da vielleicht irgendwas durch, was Wasser undurchlässig ist. Das geht nicht. Also da Baumwolle, ja, Baumwolltücher geht auch immer zum Abdecken, gar kein Problem. Da bitte einfach nochmal drüber nachdenken, dass man dann nicht auch wieder den Effekt hat, dass nichts durchgeht. Ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir jetzt ganz technisch werden, alle Polyolefine sind da schlecht geeignet. Das heißt also eine Polyethylenfolie oder eine Polypropylenfolie, das ist nicht gut. Man sollte es grundsätzlich nicht mit diesen Folien abdecken. Wir haben es schon oft gesehen, weil aus hygienischen Gründen ist immer gut gedacht. Aber aus therapeutischen Gründen macht es wenig Sinn, weil dann die Therapie unter Umständen weniger intensiv sein kann. Ich denke, es ist einfach gut, es nochmal zu sagen. Es gibt auch Patienten, die schwitzen extrem stark. Hm? Auch da ein Baumwolltuch ist da ganz, ganz hilfreich. Und dann kann man auch Verschmutzungen vermeiden. Aber eben bitte keine Folie. Hm. Ja, dritte Möglichkeit. Ja, die dritte. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit, dass man an den Händen und an den Fußgelenken das Ganze hat. Da hätte ich jetzt die eine Bitte an Sie. Bitte immer Hände und Füße mit integrieren. Hm. Weil dann bekommen wir auch wieder alles abgedeckt, alle Körperkreisläufe. Ansonsten wäre das unvollständig. Es gibt manchmal so Bilder, wo man dann irgendwie nur die Handdetektoren sieht. Wenn es gut gemacht ist, kann man die Füße nicht zeigen, weil es nicht auf ein Bild passt. Aber wenn man korrekt arbeitet, bitte immer dran denken. Hände und Füße verbinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber dann auch funktioniert das auch total gut. Okay, ja. Dann zur Ausstattung nochmal. Ryotaps und Co., das war ja auch wieder Fragen, die da gestellt worden sind, inwieweit man das unterstützen kann, also auch Desensibilisierung. Ja, also wir hatten schon vorher mal gesagt, wir haben jetzt softwaremäßig schöne Dinge erweitern können, aber wir leben dieses System und wir möchten Dinge, die sich wirklich bewährt haben, nicht über Bord werfen. Also es macht schon Sinn, dass man Frequenzspektren abspeichert und dass man dann einfach nochmal regelmäßig das Ganze auch wieder einnimmt. Dieses Abspeichern kann man mit unseren Ryotaps machen, die Sie bitte aber vorher testen auf Verträglichkeit. Das ist mir in diesem Bereich besonders wichtig. Für den Fall, dass es nicht passend sein sollte, dann würde ich Ihnen zum Beispiel empfehlen, auch mit Wasser oder auch mit Ölen zu arbeiten. Heißt also, auch diese Substanzen müssten vorher getestet werden. Und auch dann kann man die einsetzen und kann Frequenzspektren abspeichern quasi auf der Substanz. Ja, das Ganze einfach auch zum Unterstützen. Also es geht gar nicht nur um die Ryotaps, sondern es geht halt eben auch darum, dass es auf Wasser gespeichert werden kann oder auf dem Öl, was man dann aufträgt. Also das ist ganz... ganz flexibel halt eben auch. Einfach auch ergänzend zu sehen. Ne? Wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, um einfach ein optimales Ergebnis zu bekommen. Ja. Wie viele stellen sich einfach in den Messbecher noch eine Flasche Wasser und energetisieren das halt eben mit, währenddessen sie den Patienten behandeln und geben das Wasser einfach mit, um es dann nochmal im Laufe des Nachmittags oder des Abends oder des nächsten Tages zu trinken. Also sozusagen, um den Körper auch energetisch nochmal an die Therapie zu erinnern. Bisschen philosophisch. Dann auch nochmal das Thema Eigensekret ist nachgefragt worden, inwieweit Eigensekrete und das Thema Unverträglichkeiten. Deshalb auch hier nochmal die Hinweise.
Eigensekret wollen wir auch nicht vergessen. Das ist einfach nochmal eine schöne Möglichkeit. In jedem Eigensekret kann sich ein Frequenzspektrum verbergen, das wir natürlich nicht analysieren können. Wir haben vielleicht gar nicht das RH-Programm dafür. Aber das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, und dass das einfach noch ein kleines Puzzlestück ist in diesem Kreis der Energetik, um das Ganze wirklich gut auszugleichen. Von daher, wenn es irgendwie machbar ist, ne, greifen Sie darauf zurück. Also zum Beispiel eben Nasensekret, Sputum, aber auch Hautschuppen bei Hautallergien. Ne, das ist eigentlich ganz leicht gemacht, dass man einfach nur mal drüber streicht mit einem kleinen Skalpell vielleicht. Und dann hat man solche Schuppen. Blut, Urin, Speichel, wir haben alles in der Möglichkeit, und ich glaube, also ich glaube, da kommt man auch ganz einfach dran. Also von daher immer noch mal dran denken, hat sich bewährt, ist quasi noch mal eine zusätzliche Ergänzung zum Therapieprogramm. Die Newcomer unter Ihnen werden jetzt sagen, was hat denn jetzt ein Eigensekret damit zu tun, wie kann denn das überhaupt funktionieren? Möchte ich noch mal kurz anschließen auf das zweite Webinar, was wir gemacht haben zu dem Thema. Die Basics. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Urin oder Stuhl nehmen, ja, was ist das? Das ist natürlich Materie. Darin ist das enthalten, was der Körper ausgeschieden hat. Darin sind aber auch zum Beispiel Schwermetalle enthalten, Substanzen, mit denen der Körper natürlich auch mit Sinn ausgeschieden hat. Ja? Und das ist im Endeffekt nichts anderes wiederum als aus energetischer Sicht ein Frequenzspektrum. Bitte dazu nochmal das Webinar 2 ansehen, wenn man das vertiefen möchte. Ja, und deshalb macht das natürlich total Sinn, auch die Stoffe, die der Körper ausscheidet, gezielt nochmal zur Desensibilisierung zu verwenden. Denn da ist das Muster drin, das ist ja mein eigener Fingerabdruck aus fluider Sicht, sage ich mal. Ja. Und mit der Polarisatorfunktion bipolar kann ich dann halt eben tatsächlich diese Desensibilisierung gut durchführen. Das nochmal in der Ergänzung. Und das ist einfach super individuell. Das muss man einfach mal so sehen. Ja, individueller geht es ja nicht. Ja. Weil das ist ja von einem selber. Ja, damit sind wir noch einmal bei der optimalen Ausstattung auch mit Green Card, auch für die Heimtherapie. Wir haben es ja schon erläutert, aber hier noch einmal in Gänze. Ja, vor allem, was mir jetzt nochmal wichtig ist, ich möchte noch einfach mal anmerken, wir haben jetzt ganz viel vom RH gesprochen, und es macht schon auch Sinn, einen Fingerabdruck, sprich also eine Bereichswerttestung, ob Sie die jetzt per Hand tatsächlich mit dem PS10 machen oder ob Sie die vom Scan einfach dann nehmen, ne? Dass man so ein Ergebnis gut nutzen kann in Kombination mit den RH-Programmen. Auf diesen Green Cards hat man ja die Möglichkeit, beides abzuspeichern. Und da auch wieder nochmal meine Bitte an Sie, nichts Altes über Bord werfen, was sich wirklich bewährt hat. Auch das ist jetzt was wir gerne nochmal, wo wir nochmal einen Joker einsetzen können. Heißt also, auch da nochmal Bereichswerttestung durchführen, dann eben die Ergebnisse von der Allergentestung zum Beispiel ergänzen. Oder aber auch, wir haben Allergie gesamt, das ist ein Kompaktprogramm. Das heißt, so ein Kompaktprogramm würde dann definitiv noch mehr auf die Symptome auch eingehen. Ne? Bitte immer noch mal gucken, wenn Sie bei der Desensibilisierung sind. Das eine ist, die Allergene dann energetisch auszugleichen. Aber wenn dann wirklich auch Bauchweh dabei ist, Kopfschmerzen vielleicht oder und. Ein Durchfall könnte auch dabei sein. Dann kann man natürlich auch solche Organsysteme ergänzen oder einfach auf so ein Kompaktprogramm zurückgreifen. Okay. Ja, das war jetzt nochmal auch die Hinführung. Jetzt wollen wir nochmal, da waren ja auch schon einige Fragen bei, ne, aus den Schnittmengen heraus. Kommen wir jetzt mal noch zu Fragen, die wir uns im Einzelnen notiert haben. Ja? So, das heißt, die erste Frage mal, kann man die Biosens nach Paul-Schmidt mit Medikamenten wie zum Beispiel Antihistaminika oder Cortison kombinieren? Ja, das ist eine richtig schöne Frage, weil die wird ganz, ganz oft gestellt. Ich habe oft diese Frage, es bezieht sich meistens aufs Cortison. Kann ich denn da überhaupt mit der Bioresonanz etwas ausrichten? Ja, also es ist so, dass wir natürlich in der Diagnostik mit dem Cortison, wenn man jetzt jemanden komplett durchcheckt, ein bisschen ein verwaschenes Bild bekommt, weil Entzündungsprobleme werden halt runtergefahren über das Cortison. Und dann gibt es einfach ein anderes Bild, als wenn man das ohne das Cortison testen würde. Fakt ist aber, ich kann definitiv auch in dem Moment, wo das Cortison im Spiel ist, die energetischen Probleme finden. Ich kann sie harmonisieren. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass halt mit zunehmender Therapie ganz häufig die Menge des Cortisons reduziert werden kann.
An dieser Stelle sei noch mal ganz herzlich darauf hingewiesen, man kann kein Cortison einfach absetzen. Das ist auch nicht unser Ziel. Aber wenn Sie zum Beispiel von einem Prednisolon, wenn Sie von einer kompletten Tablette, man kann die so vierteln, wenn Sie dann auf 3/4 runtergegangen sind zum Beispiel, haben Sie 1/4 gespart und glauben Sie mir, Sie tun sich was Gutes damit. Heißt also, die Therapie ist möglich und wenn es gut läuft, kann es darauf hinauslaufen, dass man vielleicht das Cortison ein bisschen reduzieren kann. Sollten die Stoffe, die unverträglich sind, während der Therapie verzehrt werden? Also das ist eine Karenzfrage. Ja, ganz oft gestellt, ne? Das ist natürlich jetzt auch eine schöne Frage und die wurde auch, glaube ich, schon ganz am Anfang, als das System entwickelt wurde, gestellt und auch ausprobiert. War das nicht so, dass man das auch wirklich mal ausprobiert hat in den ersten Proben quasi so? Was ist rausgekommen? Ja, es ist ja so, jetzt wieder auch aus energetischer Sicht. Ich versuche ja, die unverträglichen Stoffe dem Körper gegenüber wieder anzutrainieren, ihn anzulernen, dass er das wieder tolerieren kann. Wenn ich jetzt die Stoffe permanent natürlich immer wieder zuführe, dann wird dieser Prozess definitiv verlangsamt oder erschwert. Ja? Das ist nicht immer so, ja, das ist auch rausgekommen, aber grundsätzlich ist es so, also wenn es möglich ist, sollte man während der Therapie, also während der Desensibilisierungsphase, auch diese Karenz einhalten. Das ist ja manchmal gar nicht möglich, weil man noch nicht mal weiß, dass man es verzehrt hat. Ja? Aber sofern man es sieht, sollte man es ja reduzieren. Das war also wenigstens damals auch herausgekommen. Also nochmal auch vielleicht bei den Pollen, um es nochmal zu sagen, es macht dann schon Sinn, wenn die Zeit des Pollenflugs ist, sich abends die Haare zu waschen. Also solche Maßnahmen einfach nicht über Bord werfen, dass man sagt, wir machen jetzt Bio, sondern brauche ich das alles nicht. Also man reduziert einfach die Belastung auch weiterhin. Man versucht das so minimal wie möglich. Man sieht dann hinterher, das ist sehr interessant, mit dem Erfolg der Therapie immer mehr, dass es einem besser geht, obwohl man eben noch einen kleinen Kontakt hat, den man eben manchmal gar nicht ausschließen kann. Aber es ist wirklich hilfreich, dass man sich nicht die ganze Zeit über in gleicher Weise wie vorher mit dem Allergen konfrontiert. Ja, das geht ja auch manchmal gar nicht, auch zum Beispiel jetzt bei Hundehaaren. Ja, da komme ich gleich nochmal drauf. Das ist nämlich zum Beispiel so ein ganz interessantes Beispiel, was ich gleich nochmal erklären würde. Okay. Ja, wie teste ich mit Modul 9 und mit M5? Okay. Geht das? Mit Modul 9, die Frage nochmal, wie teste ich mit Modul M9 und M5? Erläutern Sie es mal. Ja, also beim 9er haben wir ja nochmal ein bisschen eine andere Situation, weil es fehlt Ihnen definitiv der Ebenentest. Gut. Ne? Es ist jetzt hab ich's verstanden. Ein Modul zur Harmonisierung und der Test geht ja nur so ein bisschen auf Umwegen. Er geht, aber das ist ein bisschen mühselig und daher ist es jetzt nicht so das Modul, was wir empfehlen. Aber ich sage mal, in Theorie, wenn Sie vorher festlegen, was Sie testen wollen und das dann eingeben, dann können Sie auch damit arbeiten. Es ist aber umständlicher als mit dem M10. Also meiner Meinung nach wäre es so, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann sagt man, nee, ich will es anders haben. Okay, deshalb hatte ich gerade, ehrlich gesagt, so eine kleine Barriere, weil wenn ich jetzt intensiv einsteige, dann würde ich auf jeden Fall von dem Modul M9 auf das M10 wechseln, also das Upgrade fahren, um damit die gesamten Ebenenteste dann auch zur Verfügung zu haben, denn ich hätte ja dann auch im M5 den Ebenentest nicht zur Verfügung. Ich würde deswegen einfach ehrlich gesagt vorschlagen, wenn Sie einen M9 haben, nehmen Sie eine Testfreischaltung für M10. Und dann kann man das mal hinten. Dann ist das einfach, glaube ich, schon unschlagbar. Das stimmt. Und wenn dazu Fragen sind, einfach Therapie- und Beratungszentrum kontaktieren. Die freuen sich da auf den Kontakt mit Ihnen und dann wird das genau erläutert, wie das funktioniert und welche Vorteile das haben würde. So. Wird es im Rayoscan zukünftig auch Allergene zu testen geben? Ja, das war in der Tat auch eine häufige Frage. Wir haben es ehrlich gesagt auch ein bisschen geschürt, ja, dadurch, dass wir es ja auch schon mal angesprochen hatten. Ja, verbunden worden. Ja, das ist... Jetzt sagen Sie mal was. Ja. Also das ist tatsächlich ein Bereich und das ist uns auch klar, den wir im Moment mit dem Rayoscan nicht abdecken können. Und das mit den Allergenen und die Sensibilisierung ist ein großer Bereich. Und von daher, unser Ziel ist wirklich, alle Möglichkeiten, die man bisher mit dem Rayotensor hat, auch im Rayoscan anzubieten. Und von daher eben natürlich auch, wo jetzt die Software vorhanden ist, ne, dass wir das zukünftig mit einer Weiterentwicklung auch im Rayoscan anbieten werden. So ist der Plan. Ja, also da steckt natürlich ein weiterer
Traum hinter und damit auch ein verbundener Milestone, ja, also richtig ein Meilenstein, den wir dann nochmal erreichen wollen. Denn es ist ja wirklich der Traum überhaupt gewesen, individuelle RH-Programme tatsächlich automatisiert mit einem Ryoscan testen zu können. Und wenn wir das erstmal jetzt im Groben sehen, also im Großen sehen, dann ist natürlich auch so, dass zu den gesamten RH-Programmen auch die Programme des Globaltests gehören, das heißt also alle Programme rund um die Unverträglichkeiten und Allergene. Und dadurch würde dann auch automatisch sozusagen ein kompletter, vollautomatischer Unverträglichkeits- und Allergentest möglich. Das ist ein totaler Traum, der jetzt im Moment gerade schon in der Entwicklung steht. Im Progress. Ja, ganz genau. Ja, also schön. Auch da ist es noch so. Und alle, die jetzt schon einen Ryoscan haben, können sich freuen, denn die Leistungen, die dann in der Zukunft verfügbar sein werden mit dem individuellen Scan, können die sich dann ganz einfach per Internet-Update bei dem Ryocomp B1000 Polar 4.0 herunterladen und haben dann wirklich diese Leistung sogar, wie wir schon mehrfach gesagt haben, kostenfrei. Welchen Anteil hat die Psyche bei Allergien und Unverträglichkeiten? Dr. Ulrich, Fragezeichen. Ja, Dr. Ulrich, das ist also auch eine Frage, die sehr, sehr häufig kommt. Ich denke, ganz viele von Ihnen wissen, dass Dr. Ulrich unsere Allergieprogramme entwickelt hat in der BNPS. Und wir haben diese Programme ins RAH übernommen. Also der Herr Dr. Ulrich ist davon ausgegangen, das hat er halt auch in seinen vielen, vielen Untersuchungen und Behandlungen definitiv auch nachweisen können, dass die Psyche einen großen Anteil an der ganzen Geschichte mit Allergien und Unverträglichkeiten hat. Und von daher ist es für uns ehrlich gesagt auch eine Freude, dieses erfahrene Wissen, was wir da wirklich auch über Jahre haben, da konnten wir immer von profitieren, dass wir das auch ins RAH übernommen haben und diese Frequenzspektren quasi gesichert haben. Das heißt, immer wenn Sie mit unseren Allergieprogrammen arbeiten, sind eben auch diese Erfahrungen von dem Herrn Dr. Ulrich integriert und es ist immer Psyche mit dabei. Okay. Wie lange dauert eine Desensibilisierung? Ja, die Frage ist jetzt, worauf bezieht es sich ganz genau? Also sprechen wir jetzt von einer Desensibilisierung ad hoc, also sprich von einer Therapie, die wir jetzt gerade gestartet haben, eine Sitzung. Da hatte ich schon mal gesagt, wir kommen mit unseren RAH-Programmen, die wir jetzt entwickelt haben und anbieten können, mit den 5 Minuten sehr, sehr gut zurecht. Dann summiert sich das natürlich, das heißt 5 Minuten pro RAH-Programm. Wir haben einen Start, wir haben ein Ende, diese Zeit wird einfach nochmal dazu gerechnet. Das ist die Dauer einer Therapiesitzung, aber die Sensibilisierung im Ganzen betrachtet, kann natürlich auf jeden Fall schon Wochen, auch Monate dauern. Das Schöne an dieser Geschichte ist, ich finde, dass man sehr schnell Erfolge messen kann. Das heißt, dass zum Beispiel bei den Unverträglichkeiten so die Magen-Darm-Probleme verschwinden, dieses Grummeln im Bauch. Oder dass man auf der Haut schnell Dinge erkennen kann, dass die Haut beruhigter ist, dass es nicht mehr so starker Juckreiz ist. Und das ist dann ein gutes Zeichen, dass man auf einem guten Weg ist. Aber pauschal zu sagen, wie lange das dauert, das geht einfach nicht so ganz, weil es ist einfach individuell von jedem Organismus abhängig, wie er darauf reagiert. Mhm. Ja, hängt dann auch noch wieder mit der energetischen Situation zusammen. Ja. Wie viel Energie hat der Körper? Wie schnell kann ich die Informationen und die Stimulation aufnehmen, wie schnell kann ich sie umsetzen. Mhm. Das haben wir alles auch in den zellbiologischen Studien gesehen. Hängt im Prinzip einfach auch dann nur wieder von der Eigenenergie auch des Körpers ab. Ja. Ganz klar, wenn ich immer nur müde und schlapp bin und habe einen langsameren Stoffwechsel, dann geht halt eben alles langsamer. Stoffwechsel, ja? Genau. Mhm. Ja, so ist das. Mhm. So, das war das. Dann haben wir jetzt noch eine weitere Fragen. So, kann der Einsatz der Biofeldformer bei Allergie und Unverträglichkeiten hilfreich sein? In diesem Punkt vermischen wir jetzt sozusagen zwei Bereiche des ursachenorientierten Behandlungsansatzes der Biosensor Paul Schmidt. Also sowohl den biofeldformenden Teil, als halt eben auch in der Kombination dann mit den Unverträglichkeiten. Mhm. Grundsätzlich ist das natürlich so. Ganz klare Erfahrung über die letzten Jahrzehnte. Je mehr an Belastung wir dem Körper wegnehmen, also und dann ist es wirklich noch egal, aus welchem Bereich der kommt. Das kann standortbedingter Einfluss sein, durch Geopathie, durch Elektrosmog, durch Impulsmodulation, durch 5G und so weiter. Das kann aber auch eine Belastung sein durch Schadstoffe, durch Schwermetalle, durch Säure-Basen-Haushalt und.
Je mehr Baustellen ich habe, desto mehr benötigt der Körper oder desto mehr verteilt der Körper seine Energie auf verschiedene Baustellen. Nehme ich die Baustellen weg und ticke ihn dann bei Allergie und Unverträglichkeiten gezielt an, kann er sozusagen seinen vollen Fokus dann wieder auf diese Bereiche legen und die Therapie läuft schneller ab. Das ist der Punkt. Und wir sehen, wer ursachenorientiert arbeitet und Belastungen reduziert, ist natürlich bei jeder Therapie viel, viel schneller. Es war sogar manchmal so, das haben wir auch ganz oft gesehen, dass wenn man die ganzen Belastungen wegnimmt, der Körper so viel Space bekommt bezüglich seiner eigenen Regulation, dass man fast gar nicht mehr therapieren muss, sondern es war die Therapie, war das Wegnehmen der Belastung. Also sehr, sehr interessant. Ich glaube, da könnte man gerade mit dem Biofeldformern und diesem Thema ein eigenes Webinar draus machen. Ja, wenn ich überlege, jetzt in der Pandemie, hier in den Pyramiden steht ein Biofeldformer angeschlossen am PS10 und wir geben ihn die ganzen Arbeitsbereiche hier hinein, die Frequenzspektren natürlich des Covid-Programms. Vollkommen klar. Also auch das ist wieder so ein Thema. Und wir sind toi 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 ja nun wirklich unglaublich gut durch diese verrückte Zeit gekommen. Mhm. Ja, das muss man wirklich sagen. Also ist schon sehr, sehr faszinierend. Okay. So, kann das Modul M5 auf jeden Raiocomp PS10 freigeschaltet werden? Kann das Modul 5 auf jedem Raiocomp PS10 freigeschaltet werden? Freigeschaltet werden heißt doch, also Grundvoraussetzung für M5 ist aber, dass ich ein RH bekomme. Also ich muss ein RH haben, also ich muss mindestens ein 9er haben, wenn ich es richtig verstanden habe, oder ein 10er haben. Okay. So, ansonsten kann es nicht funktionieren, weil Sie haben das gesehen mit den Programmen, das sind ja eben letztendlich RH-Programme, die ich sonst gar nicht aufrufen kann. Heißt also, mit der BNPS wird es dann schwierig. Dann muss man wirklich einfach nochmal, meine Empfehlung, immer wieder Testfreischaltung. Vielleicht ist das auch mal der Grund, dass man sagt, man macht mal den Sprung von der BNPS zum RAH. Mhm. Weil die Sache mit den Unverträglichkeiten, da haben viele Menschen Probleme damit. Sorry, ich hatte so gezögert bei der Beantwortung dieser Frage. Ich war gerade noch in dem Thema der Gerätegruppen. Mhm. Ja? Denn das Modul M5 brauche ich ja beim Basic gar nicht freischalten. Denn im Basic sind ja alle RH-Programme drin, also in einem Basic brauche ich es nicht freischalten. Aber das kann ich natürlich auch nur für die Heimtherapie nutzen. Mhm. Aber es ist natürlich absolut korrekt, das Modul M5 kann ich nur mit vorhandenem Minimal M9 einsetzen, weil ja sonst die ganze Basis der RH-Architektur fehlt. Genau. Und wenn ich dann noch M10 habe, kann ich sogar die gesamten Ebenentests des Moduls M5 nutzen. Also die Idealkombination ist M10 und M5 im Humanbereich. Und wie gesagt, wer bei der BNPS ist, bitte einfach mal nach einer Testfreischaltung fragen. Genau. Einfach zu probieren. Und im Veterinärbereich ist dann die Kombination M11 und M6. Genau. So, gut. Ja, dann eine weitere Frage. Ah, die Detektoren. Welche Detektoren sind am besten anzuwenden? Ja, das ist schon die Frage gewesen, also einen von den häufigen, aber da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, also wir haben die Varianten gebracht, wir haben den Stuhl, wir haben das Spannbettlaken und auch nochmal die Handgelenksdetektoren gebracht. Aber am besten anzuwenden, also alle diese Möglichkeiten sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. So. Und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen für sich entscheiden, wie er das machen will. Wenn ich mobil unterwegs bin, werde ich mir nicht einen Behandlungsstuhl ins Auto packen, um damit zu verreisen. So, ne? Also da muss es einfach so ein bisschen, es muss passen. Es muss A, zu der Umgebung passen, es muss aber auch zu Ihrem Geldbeutel passen. Haben wir vollkommenes Verständnis dafür. Von daher glaube ich, sonst einfach nochmal zurückgucken, nochmal, wir haben es einfach auf der Folie schon abgebildet. Mhm. Nochmal da aber auch der Hinweis, ich kann, weil es jetzt gerade passt, wir haben immer gesagt, das Geld darf nicht der Grund dafür sein, dass man so ein wunderbares Verfahren wie die Bio-Sensor-Bordschmidt nicht zum Einsatz bekommen kann. Deshalb nicht nur der Kauf, der immer da steht, und die Geräte sind natürlich, die haben auch ihren Preis, gar keine Frage, aber wir können das wunderbar runterbrechen, dadurch, dass wir entweder sagen, finanzieren Sie das Ganze einfach, und das geht sehr, sehr einfach, weil wir selber mit Ihnen der Partner sind, die dann diese Finanzierung darstellt und nicht irgendeine Bank. Sie können es aber auch mieten. Ja, Sie können auch nur, und vor allen Dingen das Mieten, wir haben wirklich tausende von
von Anwendern, die mieten bei uns. Wir sind also wirklich da Vermietungsweltmeister geworden. Warum? Weil es einfach, wenn das im Moment der Weg ist, das Gerät anzuwenden, ja, dann ist es der Weg und dann müssen wir diesen Weg auch mit beschreiten können und müssen wir auch anbieten. Und das tun wir auch. Und ohne jegliche, Knebelverträge oder sowas, das gibt es ja bei uns alles gar nicht. Sie können jeden Vertrag monatlich kündigen. Also es gibt keinen Grund, es nicht auszuprobieren. Und das ist das Wichtigste für uns. Es ist eine sehr, sehr schöne Lösung. Ich möchte aber an der Stelle jetzt einfach, weil es jetzt nach dieser Frage gekommen ist, nochmal sagen, die Detektoren kann man nicht mieten. Nein, die sind eben definitiv, wir benutzen die. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn die verschwitzt sind oder verschmutzt sind. Die möchte ich auch nicht mieten. Die wollten wir nicht wieder haben. Nein, das ist sehr richtig. Ich staune gerade selber, wie wir von den Detektoren jetzt auf die Vermietung gekommen sind, aber okay. Aber wir kommen wieder zurück. So, war jetzt aber einfach so. Ist aber trotzdem eine sehr wichtige Information, die auch die Hürde heruntersetzt, in die Anwendung des Systems zu kommen. So, kann ich auch mit meinen Ampullentestsätzen weiterarbeiten? Ja, also das wäre jetzt traurig, wenn das nicht gehen würde. Natürlich. Ne? Also bitte verstehen Sie diese Webinar-Serie nicht in der Weise, dass Sie sagen, ja, jetzt darf ich damit nicht mehr arbeiten, ich muss jetzt eine neue Software kaufen, um damit arbeiten. Nein, das ist nicht so. Und ich glaube, wir haben das auch wirklich ein bisschen berücksichtigt. Also alles, was wir Ihnen empfohlen haben und wie man es machen kann, das können Sie natürlich genauso mit Ihren Ampullentestsätzen weitermachen. Mhm. Da hat der eine oder andere auch noch ein ganz anderes Schätzchen vielleicht in der Schublade, was gar nichts mit unserem Globaltest zu tun hat. Mhm. Natürlich. Das sei Ihnen auch gerne zugestanden. Aber dann bitte so wie bisher die Regeln einhalten. Auch hinterher mit der Harmonisierung nehmen Sie dann die Ampulle für die Desensibilisierung oder Harmonisierung. Und das kann natürlich ganz genauso weiter dann. Aber auch nochmal, Sie können es kombinieren. Sie können trotzdem dieses Schätzchen nochmal rausholen, was auch immer da drin ist. Und dann kombinieren Sie es mit unseren neuen Softwaremöglichkeiten. Jetzt sind ja diese Globalteste sowohl im Human- als auch im Veterinärbereich seit einigen Monaten ja im Markt. Und wir hören davon ja sehr, sehr viel Gutes. Also, weil auch die Anwender natürlich sehr schnell gemerkt haben, es ist einfach anwenderfreundlicher als ein herkömmlicher, vergangener Ampullentestsatz. Und die Zeit wird so oder so kommen, weil die Haltbarkeit dieser Ampullen irgendwann auslaufen wird, dass dann der Wechsel natürlich auch zu dem Globaltest erfolgen wird. Also wir selber, da wir auch die gesamten Sätze nicht mehr zur Verfügung stellen könnten oder können oder könnten in der Qualität, wie wir sie zur Verfügung stellen wollen, haben wir uns ja dazu entschlossen, auch diese Ampullentestsätze gar nicht mehr anzubieten. Also da ist jetzt der Cut da und da gehen wir jetzt definitiv dann in die Module M5 und M6 und oder grundsätzlich in die Globaltestmodule hinein. Ja. So, funktioniert eine Desensibilisierung mit der BNPS auch bei einer Tierhaarallergie? Ja, das ist wirklich ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ich denke, da kennen Sie vielleicht auch den einen oder anderen. Und nachdem dann klar ist, dass es sich um die Hundehaare oder die Katzenhaare handelt, das ist die Frage, muss ich das Tier abschaffen oder nicht? Das sind ganz harte Breaks. Wir können auch nicht verallgemeinern. Also es liegt sicherlich auch daran, wie heftig die Belastung dann einfach ist. Aber ich kann wirklich aus der Erfahrung heraus erzählen, dass so etwas machbar ist. Das heißt also wirklich, dass eben, dass in dem Falle, von dem ich jetzt auch mal so erzähle, da war das eine Hundehaarallergie und das, was mit der Bioresonanz wunderbar funktioniert hat. Und das Einzige, was der Tierbesitzer nicht mehr so extrem gemacht hat, war halt in der Zeit der Desensibilisierung den Hund gebürstet. Weil gerade wenn man bürstet, also es sind ja nicht die Haare, sondern die Eiweißmoleküle, die an den Haaren sind, die das Problem machen, die ich dann ja auch einatme. Also von daher ist also dieses Bürsten und Reinigen eines Tieres, auch vielleicht bei einer Katze, immer noch mal so ein Moment, der ein bisschen kritisch ist. Und da wäre es dann wirklich angesagt, dass man sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, das macht vielleicht der Nachbar oder ein Partner oder jemand anderes halt. Aber ich möchte da einfach Mut machen, weil ich kann mir gut vorstellen, wie schwierig so eine Entscheidung ist. Und ich glaube, das ist einen Versuch wert, dass man das tatsächlich macht. Ich denke, da wird das gerne versucht werden. Genau. Okay, ja, das war so die wichtigste Schnittmenge auch der Fragen. Wir haben das ja auch noch ein bisschen ausgedehnt jetzt, mal nach links und nach rechts, um einfach so ein bisschen auch aus der Erfahrung heraus noch zu sprechen, die ja letztendlich international ist. Ja, denn wir sind ja in 45 Ländern jetzt unterwegs. Gerade entwickelt sich ein neues Land dazu. Und so geht das auch da immer weiter. Ja, Frau Bunkenburg, und damit sind wir schon
bei der letzten Folie angekommen zu dieser Webinar-Blog-Reihe Unverträglichkeiten und Allergien. Ich möchte mich bei Ihnen auch ganz herzlich bedanken für die Moderation innerhalb dieser vier Webinare. Es hat wie immer ganz großen Spaß gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Bedanken möchten wir uns aber auch bei unseren Fachreferenten, die wir ja auch dazugezogen haben. Also Frau Peuschel in der Paul-Schmidt-Klinik, dann aber auch Frau Schipper seitens unserer Heilpraktikerschule, aber auch bei Frau Hasenau, unserer Fachexpertin für die Nahrungsergänzungsmittel. Last but not least, aber auch selbstverständlich und am meisten natürlich gilt unser Dank Ihnen, die Sie unsere Zeit geschenkt haben für die Fortbildung im Bereich der Unverträglichkeiten. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.